Yo, und damit begrüße ich euch zurück zu einem neuen Part von Minecraft Switch Edition. Ich habe mir überlegt, das wird der letzte Part sein, der wir uns nochmal versuchen werden. Vielleicht doch nochmal einen Wither-Skelett-Schädel irgendwie irgendwoher zu bekommen. Beziehungsweise wir brauchen ja eigentlich drei. Keine Ahnung, wir haben ja bisher schon so eine wahnsinnige Ausbeute, was diese Skelette angeht. Beziehungsweise deren Köpfe. Nämlich gar nicht. Da haben sie natürlich recht. Und mein Glück zieht sich auch weiter. Wer hätte das gedacht? Aber gut, was soll ich anderes machen hier? Weil, wie gesagt, bleibt wohl bald wohl nichts anderes mehr übrig, als tatsächlich, ja, leider wohl cheaten zu müssen. Aber gut, irgendwann muss ich ja dann doch mal vor weiterkommen und das LP auch mal zu seinem Ende kommen lassen, zu seinem Wohlverdienten, weil, wir haben schon genug Parts, würde ich sagen, hier. So, hier jetzt nochmal die Skelettparty hier. Natürlich war das schon wieder keiner. So, dann bist du noch weg. Das ist schon wieder keiner. Und das ist natürlich auch wieder keiner. Oder ist das jetzt hier runtergefallen? Ich hoffe mal, nee, sieht nicht danach aus. Drecksverdörrung hier. Ja. Was bleibt mir dazu zu sagen? Mir fällt da echt dazu nichts mehr ein, muss ich gestehen. Weil ich will echt nicht wissen, wie viele von den Viechern ich jetzt schon insgesamt besiegt habe und wie unfassbar ertragreich das Ganze dann hier dann insgesamt war. Nämlich gar nicht. Nö, nämlich absolut gar nicht hier. Wir haben einen Pilz. Wow, das ist ja mal faszinierend. Wo kommst du her? Keine Ahnung, na egal. Ja, also, pf, ne, was soll ich sagen? Also mir fällt da echt dazu gar nichts mehr ein, muss ich gestehen. Wie oft ich hier schon rumgerannt bin durch diese tausenden Gänge hier. Na gut, tausend ist übertrieben, weil es sind vielleicht nur, lass es vielleicht 10 sein, wenn überhaupt. 10 Räume oder 10 Gänge hier in dieser unfassbar riesigen Netherfestung. Na gut, eigentlich ist sie überhaupt nicht riesig. Nämlich gar nicht groß. Aber gut. So, hier war auch nichts, genau. Hier war natürlich auch nichts. Joa, also was bleibt mir eigentlich Großartiges zu sagen? Dass wohl alles darüber hinauslaufen wird, dass wir im nächsten Part dann den Wither bauen werden. Ja. Also, beziehungsweise sich mir die Skelettköpfe dann wohl aus dem Creative-Modus holen werde, weil, sie sehen es, man sieht es ja. Ich weiß nicht, wie viele von den Viechern ich schon besiegt habe. Habe eigentlich ein Plünderungs-2-Schwert, was die Wahrscheinlichkeit ja eigentlich höher erhöhen sollte, aber man sieht ja, wie unfassbar viel das bringt, nämlich gar nicht. Aber gut. Gut, ich werde nicht sagen, dass ich vielleicht ja irgendwas vielleicht falsch mache oder so. Es kann ja sein, weil das mache ich ja zum ersten Mal gegen dieses Viech zu kämpfen. Das mache ich ja tatsächlich zum ersten Mal. Aber gut, ne? Ich weiß ja auch nicht so. Oh, hier ist noch ein Goldschwert. Okay, nehme ich auch mal mit. Keine Ahnung, bringt mir eigentlich gar nichts, aber gut. Man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Nicht wahr? Man gönnt sich ja sonst nichts. Man gönnt sich ja sonst nichts. So, und hier, Sie wissen es, Sie erahnen es, natürlich ist auch hier nichts. Auch hier eine Sackgasse. Gut, ich kann mich ja meinen, mich zu erinnern, dass wir hier ja ordentlich viele Diamanten gefunden haben, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Aber sonst war hier echt gar nichts. Und das scheint sich auch wohl oder übel so fortzusetzen, dass hier nichts ist. Gut, ich glaube, hier waren wir noch nicht. Hier waren wir noch nicht. Oh, Riesenschleimi. Ich habe doch vor euch auch keine Angst. Hier haut einfach ab. Ach ja, jetzt kriege ich ja wieder den Feuerschaden. Stimmt ja. Wo bist du denn? Ach egal. Ich kriege ja wieder den Feuerschaden. Stimmt ja. Ich habe ja nicht mehr meinen Feuerwiderstandstrank. Da bist du. Auch noch nur meine Magma-Creme. Da könnte ich mir neue Feuerresistenztränke machen. Wenn ich denn da unbedingt Bock zu hätte. So, keine Ahnung, was wir hier haben. Ach, das scheint der Raum zu sein hier. Ui, viele von den Freunden hier. Viele von den Feuerdingern. Von diesen schönen Lohen. Die braucht man ja eigentlich gar nicht mehr. Hat das nochmal schon mal eins unserer freundlichen Skelette? Ich vermute mal, du wirst es mir auch wieder nichts geben. Könnte ich mir so vorstellen. Das sieht mir nicht danach aus. Wieder tausende Knochen, aber nicht einen einzigen von den Köpfen. Ne? Warte mal kurz. Dich brauche ich nicht mehr. Nö. Nö. Nicht einen einzigen von diesen blöden Köpfen. Das ist natürlich super.
Ja komm, hau ab, die brauche ich nicht und dich brauche ich auch nicht hier. Brauche ich hier nicht, den ganzen Müll hier. Und dann ist auch der Pilz kann weg und auch das Ding kann weg. Und das auch. Brauche ich alles nicht mehr, kann alles hier weg. Ich muss eh nicht mehr in den Nether dann, wenn ich gegen den Wither gekämpft habe, weil ich will auch nur dann halt gegen den Nether kämpfen und dann ist gut. Aber die Magma-Creme, die will ich mitnehmen. Die Magma-Creme, die will ich mitnehmen. Da kann man bestimmt noch was Schönes draus machen. Auch wenn ich gegen den Wither tatsächlich eher Probleme mehr habe mit der Verwitterung. Oder Verdörrung, wie man es ja auf Deutsch als Verwitterung. Wow. Also das war auch eine lustige und super Art, diesen Zustand zu betiteln. Aber okay. Ja, gut. Da haben wir noch mal ein paar Freunde. Dann gehe ich noch mal zu den zwei Freunden. Aber naja, ne, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Dass hier einfach mal nichts ist tatsächlich hier mit Skelettköpfen. Noch hier sind einige. Oh, hier sind ja mal einige Freunde hier. Ja, komm runter. Ah, dann geh dann halt dahin von mir aus. So, und weg. Ah. Haben mich so überhaupt nicht wehgetan, aber natürlich habe ich auch nicht einen einzigen Wither-Kopf bekommen. Ach ja, das ist doch super. Nicht wirklich. Das ist doch gar nicht super. So, wie sieht's mit dir aus? Wie steht's mit dir? Bist du gnädig? Nö, auch wieder nicht. Auch wieder nicht, ne? Auch wieder nicht. Ja, pff. Was soll ich sagen? Also, so langsam aber sicher können wir das sein lassen, das Thema. So langsam aber sicher habe ich das dumpfe Gefühl, dass wir das uns knicken können. Wie auch immer du es geschafft hast, mich noch anzuzünden. Aber okay. Lass ich mal so stehen. Ja, gut, ne? Ich würde sagen, ich gucke jetzt noch vielleicht ein, zwei Mal hier durch. Aber wenn nicht, dann bleibt mir wohl echt nichts anderes übrig. Dann werde ich mich mehr oder weniger schon mal für den Freund vorbereiten. Aber ich wüsste jetzt eigentlich nicht, wie ich mich vorbereiten soll. Wobei, habe ich nicht mal gelesen. Ich glaube, ich sollte noch so ein paar... Hör mal, jetzt diese Verweiltränke. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, dass ich die dann für den Wither-Kampf nutze. Also beziehungsweise die Drachenatmung, mit denen können wir uns Verweiltränke machen lassen. So rum heißt es eher richtig. Okay, kuschelt ihr jetzt schon? Kuschelst du mit deinen drei Freunden? Scheint mir schon fast so. Ein Wither, der mit Lohen kuschelt. Ist das nicht süß? Ein Bild für die Ewigkeit. Ein Bild für die absolute Ewigkeit. Ach, lass mich doch einfach in Ruhe hier. Lass mich doch einfach in Ruhe. Boah. Das haben die aber auch Hochkonjunktur, die Freunde. Muss man auch mal so gestehen. Naja, gut. Ich würde sagen, wenn ich jetzt noch die Freunde hier, wenn die mich jetzt wieder nach Hause lassen würden, dann würde ich sagen, wir machen uns auf. Oh, dieses Unkraut und Ungeziefer. Heilige Scheiße hier. Heiliger. So viel Unkraut, so viel Ungeziefer. Unglaublich hier. Schon der nächste. Unglaublich hier. Meine Rüstung hält nicht mehr so viel aus. Machen wir mal, ich hau mir nochmal schnell so einen Feuerwiderstandstrank rein. Die Viecher regen mich jetzt mittlerweile wieder. Also schaffen es mal wieder, mich langsam aufzuregen, die Freunde. Aber gut, ich glaube, hier waren wir noch gar nicht. Hier kann ich auch nochmal... Oh, wo kommst du denn jetzt auf einmal schon wieder her hier? Heiliger. Wenn du mich schon erschreckst, dann kannst du mir ja wenigstens deine blöde, beschissene... Ding jetzt den blöden beschissenen Kopf endlich mal geben. Ja, aber nö. Als ob das der Fall wäre. Als ob das auch der Fall wäre. Aber gut. Ja, dann würde ich tatsächlich sagen, wir haben wohl hier nichts mehr. Ich kann das wohl noch 1000 Jahre versuchen und ich werde immer noch nicht an einen Köpfchen, an ein schönes dieser Köpfchen kommen. Habe ich so das dumpfe Gefühl. Ach, du schon wieder da oben. Ja gut, dann sei da ruhig. Dö-dö-dö-dö. Ach, wenigstens noch eine coole Musik hier dabei, aber... Pff. Warte mal, war ich hier nochmal? Ich glaube, hier war ich noch nicht. Hier kann ich ja nochmal kurz gucken, aber meine Vermutung... Die ist eher sehr gering, dass wir hier noch irgendwie was finden hier. Da noch was? Nö. Ach, ihr schon wieder. Ihr nervigen Viecher schon wieder. Dieses lästige Unkraut. Das ist unfassbar lästige Unkraut.
Ja, da wollte ich jetzt eigentlich keine Fackel hinsetzen, aber gut. Ja, dann würde ich sagen, ich weiß nämlich hier, wo wir wieder sind. Bei diesem lustigen Raum. Ja, dann macht euch weg, ihr zwei Skelette. Joa, dann bleibt mir nichts anderes übrig. Und tschüss. Und du darfst auch noch dran glauben hier. Ist aber auch nicht wirklich gelernt zu treffen, aber okay. Gut, ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig. Wir hauen ab. Wir hauen dann von hier ab. Es bringt nichts. Ich krieg nicht diese blöden, beschissenen Köpfe. Wir werden uns für den USA vorbereiten und in dem nächsten Part dann bauen und ja, da mal schauen, was wir dann da tun werden, wie gesagt. Es bringt halt nichts. Ich kann ja noch tausende Parts hier dran sitzen und dann wird er immer noch nicht, werden diese Dinger immer noch nicht kommen. Ja, und deswegen würde ich sagen, wir hauen ab. Wir hauen jetzt hiervon ab. War da noch irgendwas? Nö, ich verguckt. Okay. Gut, wir hauen hier ab. Wir haben hier nichts mehr zu tun. Wir kriegen hier keine mehr. Ich kann machen, was ich will. Wobei, vielleicht kann ich mir noch wenigstens noch eine Guest-Träne holen. Da kann ich mir noch einen Trank der Stärkung machen. Der könnte wahrscheinlich noch recht praktisch sein gegen den Wither. Wobei, ich habe sowieso genug Dinger. So, mein Freund. Du willst mich nicht angreifen? Dann mache ich das so. Ja. Das dachte ich jetzt eher, ich wäre da durchgefallen. Der Fall ist da durchgekommen. Aber okay, und der hat mir jetzt tatsächlich nichts gegeben. Ich habe noch so ein Viech gehört. Da hinten bist du. Ja, kommst du hierher? Kommst du hierher, du Mistvieh? Ne, du haust ab. Okay. Okay, dann will ich mich auch nicht mit dir rumärgern. Dann hauen wir direkt ab und gehen in wieder zurück. Dann, ja, wie gesagt. Dann kann ich auch nichts machen anderes. Dann ist es soweit. Dann bleibt mir nichts anderes übrig. Dann bleibt mir definitiv nichts anderes übrig, als es... Ja, über den Kreativmodus zu machen. Ja, das ist natürlich blöd, aber da kann man ja nichts dran machen. Ja. Und ich habe mir auch schon eine Idee ausgesucht, weil sowas findet sich doch eigentlich ganz gut in der Wüste tatsächlich. Den werde ich in der Wüste besiegen. Fermentiertes Spinnenauge, alles klar. Na gut, also wie gesagt, wir werden jetzt hier diesen Part noch nutzen, um uns ein bisschen vorzubereiten. Dann gegen den Freund. Ich habe aber ehrlich gesagt gegen den jetzt nicht so die große Angst, muss ich gestehen, hier, weil, es soll tatsächlich nicht ganz so stark sein. Warum habe ich das in das Holzding getan? Das wollte ich eigentlich hier rein tun. Na, egal. So, noch eine Guest-Träne. Die kann man bestimmt für was gebrauchen. Ah ja, die brauche ich auch jetzt schon. Dann. Schießpulver haben wir jetzt auch schon in Hülle und Fülle. Genauso wie Glowstone-Staub. Genauso wie Glowstone-Staub und die Lohnruten. Aber okay. Wobei, dann nehme ich die. Ach so. Packe ich dann wieder hier rein natürlich. Magma-Creme und die Gästtränen. Wobei, die Gästtränen nehme ich jetzt schon mal mit hier, um nochmal Tränke zu machen. Und dann brauchen wir auch noch die auf jeden Fall. Und dann nehme ich mir auch schon mal dann halt die ominösen 4 Soul Sands mit, weil die werde ich definitiv ja auch brauchen. Die Knochen brauche ich aber nicht mehr. Die Knochen, die brauche ich nicht mehr. Die können da in die Truhe rein. Hab genug Knochen. Knochen um Knochen hier. Und Kohle habe ich natürlich auch wieder genug. Die Kohle kann da auch rein. Gut, dann, joa, würde ich sagen, unser Schwert, ich würde mal auch sagen, wir behalten das Schwert. Hier war Haltbarkeit 3 und Schärfe 3, oder was hatte ich, was war auf dem anderen Schwert drauf? Verbrennung. Oh, das hat mich jetzt leicht schreckt. Ich habe schon wieder mein Handy nicht ausgeschaltet, war mal wieder super. Ja, das ist eigentlich dasselbe hier. Ich glaube, Verbrennung bringt mir nichts. Ich habe mal auch irgendwie gehört, man könnte auch, es machen, dass man das mit einer Axt ihn angreift, weil das irgendwie noch ein bisschen effektiver wäre, aber naja, gut, bringt mir jetzt auch nicht so viel. So, was ich jetzt definitiv noch machen will, ist auf jeden Fall auf die Tränke zu gehen und natürlich auch die Verweiltränke da. Die Drachenatem, die nutzen, dass wir die ja auch mal nutzen können. So, und natürlich bräuchte ich dann auch nochmal Glowstone-Staub definitiv und dann auch nochmal Redstone. Das könnte ich auch nochmal gebrauchen. So. Was war nochmal für Heilung gut? Ich merke mir das nie, tut mir leid. Ich muss nochmal nachgucken, was für Heilung effektiv ist. Ist schon ein bisschen her, muss ich sagen. Ist schon wieder ein bisschen her. Ist schon wieder ein bisschen her. Deswegen muss ich jetzt nochmal nachgucken hier, was ich dafür brauche hier. So.
Weil ich glaube, man kann den Wither besiegen, wenn man da so Heilungstränke macht, die man dann werfen kann, beziehungsweise dann auch noch per Verweiltrank dann auch so machen kann. Naja, das muss aber erstmal ein Wurftrank sein, alles klar. Und zur Not kann ich mich dann da auch mal mit heilen. Okay, wir brauchen eine glitzernde Wassermelone für den Trank der Heilung. Aber ich gucke das jetzt nochmal nach. Weil ich will da ja nichts Dummes erzählen hier, weil ich will euch ja nichts Blödes erzählen. Weil ich meine, weil so ein Wither so ein untotes Ding ist, sind Untote uneffektiv gegen, ich suche mal eben Trunk. Ähnlich wie Zombies und Skelette enthält auch, lese ich gerade, auch der Wither-Schaden, wenn er von einem Trank der Heilung getroffen wird. Umgekehrt wird er geheilt, wenn er von einem Schadenstrank getroffen wird. Also man merkt, Heilungstränke machen. Definitiv Heilungstränke machen. So, und die mache ich, wie gesagt, mit glitzernde Wassermelone. Alles klar. Mit einer glitzernden Wassermelone. Haben wir noch von den Dingern welchen? Haben wir Verdat noch? Sieht mir nicht danach aus. Entweder ich finde sie nicht gerade oder wir haben keine glitzernde Melone mehr. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben keine glitzernden Melonen mehr. Ja gut, dann mache ich mir mal... Nehme ich mir mal 4 Stück. Ja, wobei, wir könnten es eigentlich 6 Heilungstränke machen. Aber ich mache mir dann nochmal... Gut, Stärke brauche ich eigentlich nicht. Für Stärke muss ich das nicht machen. Ja gut, dann behalte ich auch nochmal 2. Zweimal die Drachenatem. Dann behalte ich auch nochmal 2. Ja komm, sogar 3. Ich brauche da nur 3. Komm, wir müssen nicht übertreiben. Wir müssen definitiv nicht übertreiben hier. So, ich glaube, dafür brauche ich dann aber auch nochmal... dann nehme ich mir nochmal so einen Goldblock mit. Weil ich glaube, da brauchen wir, bräuchten wir auch noch die Goldklumpen dafür, wenn ich mich nicht irre. Wenn ich mich da nicht in irre, brauchten wir dafür auch noch die Goldklumpen, um so eine Wassermelone zu machen. So, dann gib mir mal erstmal hier die Goldbarren und für die Goldbarren will ich dann da Goldklumpen haben. Alles klar. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und zack, die Melone rein. Ich sagte, zack, die Melone rein. So, wunderbar. Funkelnde Melone. Wunderbar. So, dann kann ich aus denen hier noch jeweils noch dann wieder da noch die Barren da machen. Dann halt wenigstens noch ein paar Barren wieder bekommen, wenn es auch nur 2 sind, aber gut. So, und dann kann ich die ja jetzt zu Brauen nutzen. Genau. Ah ja, und ich brauche natürlich auch noch Wassertränke. Genau. Ich bräuchte ja natürlich auch noch mal ein paar Wassertränke. Ich glaube, müsste ich auch noch haben, ne? Ich glaube, ich müsste noch ein paar Wassertränke haben, ne? Nicht da, sondern da. Ja, ich habe noch ein paar Wasserflaschen, genau. Aber wenn auch nur 2. Gut, dann hole ich mir noch mal ein paar Stück. Hole ich mir noch mal ein paar. Habe ich hier noch eine Wasserquelle? Ich glaube nicht. Nee, hier habe ich... Oder habe ich da hinten noch eine Wasserquelle? Ich glaube, ja, ne? Ja, doch, hier ist noch die Wasserquelle, okay. Weiß ich gar nicht, warum ich da immer so lange gelaufen bin, aber okay. So, jetzt habe ich 2 da weggeschmissen, aber okay. Ja gut, das sollte reichen hier. Wenn die jetzt wechseln, dann ist das so. Dann ist das auch so, dann ist mir das auch egal. Dann ist mir das auch egal. So, genau. So, ihr könnt wieder weg. Ich brauche ich nicht. So, und dann machen wir uns da noch ein paar schöne Tränke hier. So, also erstmal eine Wasserflasche. Die natürlich wieder schön, wobei, da könnten wir sogar 3 Heilungstränke, damit reicht ja schon fast. Also ich habe, glaube ich, ein bisschen übertrieben, aber okay. So, Netavarze rein und dann ihr 3 kommt da rein. Gleich machen wir auch nochmal da, würde ich sagen. Zack, zack, zack. Und eine Netavarze. Mal die Hälfte hier. Zack. Ich mache erstmal 3 hier. Doch, wir machen da erstmal 3 Stück hier. Wir machen da erstmal 3 Stück. Was war nochmal für Stärke hier? Ach nee, Gestrin ist Regeneration. Ah, nee, was war nochmal Stärke? Stärke ist Lohnstaub. Ah, okay, ja gut. Ja gut, weiß ich nicht so ganz, aber gut. So, dann hätten wir jetzt die hier. Dann kommt die glitzernde Melone da rein. Dann kommt da die glitzernde Melone rein. Dann kriegen wir die Heilungstränke. Und dann holen wir uns hier... ja, komm. Wie viel Regeneration hatten wir eigentlich noch ein paar, aber... Ja, gut, nicht. Ich will Stärketränke haben. Dann will ich doch lieber Stärketränke haben, weil Regeneration habe ich noch. Das reicht erstmal. Dann nehme ich mir doch nochmal hier Lohnstaub.
Oder war das... Ach so, ja, doch, stimmt. Kriege ich ja hier durch, kriege ich ja von den Routen. Genau, kriege ich ja von den Routen, stimmt ja. Stimmt ja, das kriege ich ja durch die Looten, genau. Wobei hier zwar auch noch ein bisschen Staub drin ist, aber gut. So, damit hätten wir da die Direktheilungstränke und die werden wir dann natürlich, wie gesagt, erstmal, ah ja. Und ich brauche nochmal Schießpulver. Also das mit den Tränken, das ist schon fast eine Physik, für, also eine Wissenschaft für sich hier tatsächlich. Das ist schon echt schon fast eine Wissenschaft für sich, was man alles für einen Kram braucht. Ist echt nicht zu glauben hier. Ist echt nicht zu glauben hier, wie viel Kram man dafür braucht, für den ganzen Quatsch hier. Naja gut, so. Das kommt rein. Und da packen wir dann das Lohnstaub rein. So, ich denke mal 12 sollten da reichen. Dann haben wir nochmal 24. Das sollte reichen dafür. Das sollte definitiv reichen. So, dann hätten wir jetzt... Wobei, ich hätte die vielleicht vorher noch verbessern sollen, ne? Ich weiß nicht, kann ich die noch verbessern? Ah, ich kann sie noch verbessern. Okay, gut. Machen wir das nämlich so. Verbessern wir die Heilungstränke natürlich noch. Und dann werden wir sie natürlich zum Verweiltränken machen. Das ist natürlich klar. Das ist natürlich klar. So, dann haben wir jetzt hier die Stärketränke. Die werden wir natürlich auch nochmal verbessern. Verlängern. Ne, wir verbessern sie. Wir verbessern sie. Doch, wir verbessern sie. So, und hier, dann, wie gesagt, werden wir den Drachenatem nutzen. Nochmal was. Nochmal eine Sache hier. So, und euch kann ich ja dann auch schon mal hier einlagern. Dann verbraucht ihr nicht meinen Platz. Ist doch auch mal eine pragmatische Idee. Nicht wahr? Finde ich auch. So, und damit haben wir dann drei wunderbare Verweiltränke. Verweiltrank der Heilung, genau. Das ist eine schöne Sache hier, kann ich euch sagen. Das ist dann eine sehr, sehr schöne Sache. Gut, ich würde sagen, wir machen das gleiche Spielchen dann. Oder drei, reichen drei? Ich habe ja noch normale Tränke. Ja, komm, drei. Ne, doch, drei reichen. Weil so krass ist das Viech, wie gesagt, auch nicht. So, hier haben wir die Trank der Stärke 2. Das ist gut. Das ist gut. Dann mache ich mir da jetzt noch zwei... Ja, dann machen wir uns da nochmal zwei normale Heilungstränke, genau. Machen wir uns da nochmal zwei normale Heilungstränke, dann reicht das, würde ich sagen. Du kommst jetzt weg von mir aus, ich brauche ich jetzt hier nicht. Ja, komm. Ja, das sollte doch ausreichen. Ich denke mal, da bin ich mit was Tränken an. Geht wunderbar gerüstet hier, also... Es wäre schon fast schon ein Wunder tatsächlich, wenn ich mit diesem ganzen Kram... das nicht schaffen würde, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also das, ich hätte mir noch ein paar mehr Goldklumpen machen können. Naja, gut, egal. Würde mich schon sehr verwundern, muss ich gestehen. Habe ich die Knochen nicht abgelegt? Komisch, naja, gut. Sehr, sehr komisch. So, das kommt rein. Das kommt rein. Und das Schießpulver kommt rein. Brauche ich nicht. Das Redstone auch. Habe ich gar nicht gebraucht. So, ich brauche hauptsächlich nur Stärketränke hier, Direktheilungstränke, ist das noch Regeneration, das kann man noch gebrauchen hier und dann halt noch unsere drei schönen Verweiltränke hier, die natürlich auch eine sehr gute Rolle spielen. Gut, das kommt noch rein, Bogen könnte ich natürlich auch noch gebrauchen, das ist natürlich klar, Bogen könnte ich auch gebrauchen hier. Ja, und dann holen wir uns jetzt noch die zwei Heiltränke hier und dann würde ich sagen... Im nächsten Part werden wir uns dann sehen mit drei, da. Werden wir uns dann, wie bereits gesagt, sehen... Warum klappt das nicht? Warum sind das nur gewöhnliche Tränke? Hä? Verstehe ich jetzt hier nicht. Habe ich hier irgendwas falsch gemacht? Das sind nur noch gewöhnliche Tränke. Ach, ich bin dumm. Ich bin dumm. Ich hätte erst natürlich so eine Netherwarze packen sollen. Ja gut. Die habe ich jetzt verkackt, aber egal. Egal. Ist mir jetzt egal. Brauche ich nicht. Ich werde sowieso genügend haben. Also das, da brauche ich echt keine Angst zu haben. Hier muss ich ganz ehrlich gestehen. Da brauche ich echt keine Angst zu haben hier. Das sollte klappen hier. Naja gut. Wie gesagt, im nächsten Part ist dann der Wither dran. Und dann gehen wir tatsächlich schon mit großen Schritten dem Ende des LPs entgegen. Hoffentlich hat's gefallen und bis zum nächsten Part von Minecraft Switch Edition. Bis dann und tschüss, euer Jake.